Unser nächster Gast kommt auch in einer ganz neuen Verpackung, wenn man so sagen darf, zu Ihnen. Er kommt mit seiner Gruppe, mit einer Musikantengruppe. Sie werden begeistert sein. Und hier ist, ich sehe ihn schon, er bringt Ihnen südamerikanische Rhythmen. Roberto Blanco. La tarde languidece y renace la sombra, y la quietud de los capitales vuelven a sentir ese tritón canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir: cuando la tarde languidece y renace la sombra, en la quietud de los capitales vuelven a sentir ese tritón canción de amor de la vieja molienda. En el eterno de la noche parece decir: una pena de amor, una tristeza, lleva el sambo a coer en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café, café. Cuando la tarde languidece y renace la sombra, en la quietud de los cafetales vuelven a sentir ese tristón canción de amor de la vieja molienda. El letargo de la noche parece decir: café, 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 café. Por un amor yo daría lo más bonito que tengo, mi corazón de bohemio, mi juventud soñadora, y si es preciso daría lo más caro de mi ser, mi libertad, mis ilusiones. Esa canción para ti, mujer. Por tu amor yo daría un mundo lleno de rosas, por estar junto a tu lado y platicarte mil cosas. Por tu amor lloraría allá en el cielo una gloria, y al saber que tú un día serás mía toda la vida. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí. Y en Merecumbe pa' gozar anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí. Ay, Merecumbe pa' gozar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí. Y el Merecumbe pa' gozar. ¡Wow! Amigo.
Roberto Blanco. Sei so lieb, stell bitte deine musikalischen Kollegen mal selbst vor. Meine Damen und Herren, das sind los Latinoamericanos. Muchas gracias. Hasta luego. Und Sie bekommen nachher, die Frau Wedding bringt schon einen Bembel. Wie heißt der auf Spanisch? Los Bemblos. Los Bemblos. Ohne Apple Vinos, oder wie? Nein, es Vino de Manzana. Vino de Manzana. Ach, das klingt so gut, da hätten wir höhere Preise nehmen können. Sie haben heute Abend keinen Äppelwein getrunken, Sie tranken Vino de Manzana. Mmh. Also wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir das nicht hätten können. Vielen Dank, Amigos. Ja. Roberto, das ist eine Eigenproduktion, diese LP, die du rausgebracht hast. Ich habe dir ehrlich gesagt, ich bin schon so lange in Deutschland und ich wollte immer eine LP singen mit Liedern, die zu mir gehört. Sie haben gemerkt, ja, diese LP. Und jetzt endlich habe ich gesagt, Roberto, produziere sie selbst, weil keiner kennt sie so gut. Ich fühle diese Musik, ne? Und habe ich sie produziert mit Los Latinoamericanos und ich hoffe, es gefällt. Also mir hat es großartig gefallen. Ich nehme an, dass es dem Publikum auch großartig gefallen hat. Ihnen. Ciao. Jo. Du hast auch, wir kennen uns so lange, ich freue mich immer mit ihm. Ich war derjenige, weißt du noch, wer dich in Deutschland überhaupt zuerst angesagt hat bei deinem ersten Fernsehauftritt? Heinzschein. 1957 auf der Funkausstellung in Frankfurt durfte ich dich vorstellen. Da bin ich heute noch stolz drauf. Ja. Okay. Ja. Du hast Lieder auch komponiert für die Platte und getextet. Ich habe da in dieser LP 4, 5 Lieder komponiert und getextet. Ja. Und die anderen Sachen, das sind so bekannte südamerikanische Songs, die schon lang nicht mehr auf LPs. Ja, dann muss ich aber was fragen. Du spielst ja kein Instrument. Nein, aber. Wie komponierst du? Ich pfeife sehr gut. Ah! Und ich lasse schreiben die Noten, wenn ich. Wunderbar. Ja. Ja, ich wollte fragen, ob du Klavier vielleicht spielst. Nein, ich lasse spielen, sonst sind die alle nachher arbeiten.